Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und mir ist leicht kalt. Es könnte vielleicht daran liegen, dass es auch kalt ist draußen. Ich habe zwar meinen Kamin an, aber mir ist immer noch scheiße kalt und ich hätte gerne wieder 40 Grad. Weißt du, da freut man sich mal hier über Klimawandel von wegen Erderwärmung, dass es mal ein bisschen wärmer wird und trotzdem haben wir hier einen scheiß Schnee und es ist scheiße kalt. Naja, gut, man kann sich ja nie über alles freuen. Gut, ja, wir gucken weiter Pokémon. Diesmal der richtige Part. Part 1, der fehlt nämlich noch. Hey, ja, Pokémon, Mega-Entwicklung, Wissenschaft, Hahnkämpfe, magst du Tiere? Du weißt, was zu tun ist. Willkommen zu unserem neuen Zuhause, Schätzchen. Ah, hier ist viel zu viel Wasser. Halt's Maul und berührst unsere einzigen Nachbarn. Hi, willst du mit meiner Tochter befreundet sein? Nein. Schieb deinen Arsch hoch und stell dich vor. Voll geheilt. Items bereit. Hi, kann ich dich völlig bescheuert oder pervers benennen? Oh mein Gott, hi. Wie ist dein Name? Ich bin Michael. Der Günther. Ich liebe Pokémon. Ich möchte mit Pokémon aus der ganzen Welt befreundet sein. Können wir Freunde sein? Bist du auf Crack? Ich sollte jetzt meinem Vater helfen gehen. Bye. Toll. Ich denke, denn könntet ihr eigentlich, ist jetzt mal eine ernst gemeinte Frage, wenn ihr einen Freund oder eine Freundin habt, die so übelst heftig auf Pokémon steht, wirklich richtig, 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 richtig krass, und die wirklich dann abends oder so oder tagsüber so unterwegs ist, um Pokémon zu fangen. Das irgendwie könnte ich das nicht. Würde ich sagen, jo, geh mal Pokémon fangen. Verlauf dich mal. Mach mal ein bisschen länger, so 2 Stunden Pokémon fangen, kannst du gerne machen und dann würde ich schnell umziehen. Den Rest des Tages verbringe ich mit Wichsen. Da hatte wohl jemand anders schon die Idee. Oh Gott, zu Hilfe! Irgendjemand, bitte! Was geht hier vor? Hey, willst du sehen, wie ich 5 Ferien zu Palma esse? Greif nach meinen Bällen! Was? Meine Bälle! Sie sind in meinem Sack! Welche soll ich nehmen? Egal, mach schnell! Okay, ich hab eins! Hurra! Ach, scheiße! This is Gex calling, Dollface. Hey, kann ich ihn behalten? Wow, krass, Typ. Wie lang bist du denn? You go suck my motherfucking dick, man. Kennst du den Unterschied zwischen roten und blauen Dächern? Whose footprints are these? Mal sehen, auf Route 103 fand ich dieses Pokémon. Und auf 102 fand ich diesen toten Kerl. Hey, Maike, richtig? Professor Bitch wollte, dass ich dich treffe. Hey, neuer Freund, hat mein Dad dir ein Pokémon gegeben? Lass uns kämpfen. Du willst. Boah, stellt euch mal vor, es gibt keine Pokémon-Community, sondern so eine Community, die so Menschen jagen. Also gibt's ja, aber, ne, ich meine, so ein neues Spiel, wo zum Beispiel, so like a Tinder und ihr seid so einkaufen und auf einmal kommen so 30 Leute auf euch zu. Ah, meiner. Weil ihr irgendwie gerade auf dem Spiel angezeigt werdet, dass ihr gerade einkaufen seid und alle jagen euch. Das wäre halt so geil. Oder stellt euch mal vor, ihr seid so eine wandelnde Pokémon-Arena. Die geht irgendwo hin und euch verfolgen die ganze Zeit so hunderte Leute. Oder was auch geil wäre, ihr hättet irgendwie zu Hause ein Aquarium und durch das Aquarium wird dann angezeigt, dass ihr ein Wasser-Pokémon bei euch in der Wohnung habt. Ich will hier rein! Ich will das Pokémon haben! Es wäre halt so geil, ey. Es wäre halt wirklich so geil. Kämpfen? Sollst du mir nicht deine Poképuppen zeigen? Oder deine Lieblingsmusiksammlung auf YouTube? Weil ich ein Mädchen bin? Ja, eigentlich meinte ich Stereotyp, aber raise up, little bitch! My tail doesn't like you. Hey, du hast mich besiegt. Gut gemacht. Sorry, ich habe nur das Gefühl, dass das eine langweilige und actionlose Rivalität zwischen uns wird. Mann, ist die schnell. Hier, Kind, kriegst ein Pokédex. Der ist völlig legal. Ist das ein Taschenrechner? Und jetzt geh los auf die Abenteuer, um die Top 4 zu besiegen.
Sammle 7 Millionen Pokémons. Hier, du kannst meine Bälle nehmen. Oh, danke. Was mache ich? Jetzt steck sie in den Mund. Fang Zeugs damit. Bist du sicher, dass du kein Paar Sprintschuhe benötigst? Du könntest sie benutzen, um zu rennen? Mom, Leute können seit 2013 selbstständig rennen. Also, gibt es einen Grund, wieso du so plötzlich das Bedürfnis hast, die Welt zu bereisen, obwohl wir gerade erst eingezogen sind? Ja, weil das Kämpfen gegen andere Leute mit magischen Kreaturen jetzt logischer erscheint, als hier zu warten und auf ein Studium zu hoffen. Okay. Klar, ne? Also, wenn euch nächstes Mal eure Mutti sagt, ihr sollt was für die Schule lernen oder soll euer Studium zu Ende machen, sagt ihr einfach, nee, geht nicht, ich muss der Beste in Pokémon werden, ich muss Pokémon Go spielen gehen, ich muss alle legendären Pokémons auf der Welt fangen, dass ich in der legendären Arena am Ende den Endgegner besiegen kann. Ist natürlich auch sinnvoll, ne? Also, ne, also ganz ehrlich, ne, ihr habt die Möglichkeit, ein Studium zu machen, vielleicht wirklich so mit 6.000, 7.000 netto nach Hause zu gehen. Oder ihr habt die Möglichkeit, nichts zu machen, keine Ausbildung, keine Lehre, überhaupt gar nichts und Pokémon sammeln. Ist ja klar, ne? Man entscheidet sich natürlich für Pokémon. Wenn du deinen Vater siehst, kannst du ihm bitte sagen, dass ich die Scheidung möchte? Hä? Immer das Kind rein. Forget about it. Hey, Maike, kann ich dich was fragen? Was ist es? Wie ist das Verhältnis zu deinem Vater? Was meinst du? Ich weiß nicht, kommt ihr überhaupt miteinander aus? Oh, schau mal. Oh je, sie ist eigentlich wirklich süß. Was war deine Frage? Ich fragte, ob dein Vater süß ist. Fuck! Hey, I don't know how they got there, officer. So, this is New Jersey. Als ob. Das war ein guter Kampf. Du kannst mich wieder herausfordern, wenn du kein Loser mehr bist und nicht mehr reinscheißt. Oh, y'all, bitch! Hey, Dad. Ah, wenn das nicht Briggs ist, mein echter Sohn. Mein echter Sohn. Was machst du hier? Du und deine Mutter, seid ihr gut angekommen? Ja, danke fürs Helfen. Kleiner, schau her. Ich weiß, die Dinge waren hart in letzter Zeit, aber du hast die Arena, ich weiß, Dad. Redet mit mir, als ob ich 10 bin. Wie geht's deiner Mutter? Ihr geht's, gut. Uns beiden. Wo ist der Punk mit dem Rucksack? Hey, ich sehe, du stellst ein eigenes Team zusammen. Wie dein alter Herr. Du weißt, als du noch ein Kind warst. Ach, bitte hör auf. Ich dachte, du wächst nie aus dem Pokémon-Schönheitswettbewerb raus. Pokémon-Schönheitswettbewerb. Oh Mann, das war so schwul. Schau, Dad, können wir einfach... Ich hätte dich Britney nennen sollen. Entschuldigung, ich hätte gerne ein Pokémon, bitte. Fuck, nein, verschwinde von hier. Oh, warte, du bist Heiko, richtig? Ja, ich gehe bald nach Wiesenflur, um bei meiner Familie, ihr wisst, zu leben. Also, naja, Leute, die ich nicht wirklich kenne, aber irgendwie schon wirklich kompliziert. Briggs, hilf doch diesem Depp, ein Pokémon zu fangen. Auch ein Pokémon, wenn ich verreise, weil ich möchte nicht vergewaltigt werden an der Busstation. Bisschen zu viel Info. Oh, da ist ein. Hey Pokémon-Fans, Tamashi hier. Recently I covered... Oh, ich dachte, es wäre ein Pikachu. Schau, warum fängst du nicht einfach so an? Ja, haha! Take that, you Grove Street Motherfucker! Ja, ich nehme auch eins. Danke, dass du mir gezeigt hast, wie man Digimon fängt, Briggs. Dad, bitte, können wir nur für eine Sekunde reden? Ich weiß, du willst deinen alten Herrn herausfordern, aber als der 5. Arena-Leiter kann ich dir nicht erlauben, gegen mich zu kämpfen, bis du die ersten 4 Arena-Orden erhalten hast. Dad, ich mein's ernst. Es geht um Mutter. Sie Sorry, möchte... Sorry, Sohn. Arena-Regeln. Ich kann nicht mit dir reden, bis du die ersten 4 Arenen geschlagen hast. Bye-bye. Hast du Ärger? Halt die Klappe, Heiko. Hey, wo ist die erste Arena? Ich denke, sie ist in... Okay, cool. Man sieht sich nie wieder. Ich bin so reich. Ich benutze Top-Genesung für mein nutzloses Pokémon.
friss meine teure Kacke. Entschuldige mich, junger Mann. Bitte geh aus dem Weg. Hast du hier irgendwo meine Pilze gesehen? Ha, ich wollte hier auf dich warten. Aber ich hab's nicht. Her mit den Papieren. Nein, ich wurde besiegt. Hier hast du einen spielzerstörenden EP-Teiler. Macht nix. Ich geh jetzt in die nächste Stadt und warte da einfach auf dich. Dann kann ich dich später ausrauben. Ich bin's. Miss Courtney, wir dürften ein Problem haben. Hey, Briggs! Die Stadt hier hat Steine. Ist, glaube ich, der beste Dialog, den ich in meinem ganzen Leben hatte. Durch meine Schweine habe ich Verstopfung. Okay, wo ist euer Arenaleiter? Jodak, wir sind mitten im Unterricht. Ich bin hier für Orden und Arschkicken. Sag mir, magst du Steine? Nicht wirklich. Nein. Ich mag Steine. Naja, mach dich bereit, ein paar zu fressen. Okay, mach Attacken. Nein, nein, weil ich... Es scheint, dass ich noch eine Menge zu lernen habe. Ja, solltest du wirklich. Ich wusste nicht mal, was ich tun soll, aber ich habe dich trotzdem besiegt. Dummer Zufall. Okay, schauen wir mal, was wir hier haben. Das möchte ich nicht berühren. Ich habe keine Freunde. Wurde es nur von X und Y kopiert? Oder was ist das sonst? ich hoffe, das ist wichtig. Hey, alter Mann, was ist hier los? Heilige Scheiße, dieses rote Cosplayer-Arschloch hat mein niedliches Pipi-Vagina gestohlen. Hey, gib diesem Typ sein Winkul zurück! Ich frag mich immer noch, ne? Ich mag den Creator komplett, aber... Was raucht der? Also, oder ist das der Normalzustand? Also, wenn ich nur im Normalzustand bin, würde ich sowas nicht hinbekommen. Ja? Also, ich kriege allgemein gar nichts hin, aber sowas erst recht nicht. Hey Mann, ich glaube, die haben dein Wingul gekillt. Oh, heilige Scheiße, mein niedliches Wingul, die Liebe meines Lebens. Wie kann ich jemals ohne dich weiterleben? Okay, scheiß drauf, komm mit auf mein Boot, junger Mann. So bescheuert. Wirklich? Wow, hey, was ist cool, Junge? Was ist cool und trendig und nur wirklich in gerade? Ich denke, künstliche Befruchtung. Was war denn das jetzt? Alter. Ah, schön, ey. Stellt euch mal vor, also, das wäre, ich muss ein richtiges Bild finden, um das euch deutlicher so zu zeigen. Ja, okay, das passt schon. Ja, stellt euch mal vor, das wäre die normale Pokémon-Serie. Das hier, ne? Alter, ich weiß gar nicht, ob Pokémon dann so viele Fans bekommen hätte. Und wenn Pokémon damals so viele Fans dann bekommen hätte, was für Fans das dann gewesen wären? Also, ich glaube, Leute von der Forensik, ich war ja selber schon mal da, ne? Also, ne? Das soll jetzt auch nicht witzig klingen oder sowas, aber solche Leute hätten sich alle Teile angeguckt, ne? Also die würden dann sogar irgendwann mitspielen können, weil die alle Dialoge auswendig kennen. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr mehr Vorschläge habt, schickt es mir bitte über Instagram und über Twitter. Ich weiß, ihr macht das eh nicht, also schickt mir das über YouTube. Ja, bla bla bla. Ihr hört eh nicht auf mich, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Bla 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 bla. Bla 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 und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.